Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache wieder ein FMA für euch heute. Und ja, auf jeden Fall seht ihr gerade hier unten links steht der Jackie bei mir gerade. Ist ehrlich süß. Ja, und heute mache ich wieder, wie gesagt, ein FMA für euch. Und zwar habe ich vorher noch eine ganz, ganz kurze Sache zu sagen, dass ich in den nächsten Videos, sehr viele Videos, wohl nicht in Manchester reiten kann oder etwas mit dem Manchester zeigen kann, da der Manchester sehr krank ist und er hat auch eine Kolik bekommen. Und ja, es ist echt, er hatte zuerst, hat alles angefangen, er war auf der Wiese, es war noch im Sommer, Ende Sommer, Herbst ungefähr. Und er war auf der Wiese, hat sich verletzt. Bis das geheilt ist, ne, dann bin ich ihn einmal longiert, bevor ich ihn wieder geritten bin. Und dann am nächsten Tag hat er plötzlich angefangen zu husten und konnte gar nicht laufen, wollte nicht, es hat den Kopf richtig gesenkt, habe ich den Arzt gerufen und er hat gesagt, dass er krank ist. Dann hat er jetzt eine Kolik und jetzt ist er weiterhin krank, also ihm geht's gerade richtig mies. Vor allem ist es auch das Wetter vielleicht. Ja, vielleicht auch, weil er jetzt, steht jetzt auch in der Box und er hat auch eine Wiese, da lasse ich ihn auch oft alleine mal ein bisschen rumrennen und passe auch richtig auf, dass ihm nichts passiert. Also ich weiß nicht, was los ist, ihm geht es auf jeden Fall gerade momentan echt schlecht und ja, es könnte auch sein, dass die Krankheit, die er jetzt hat, auch von der Verletzung war, die ihm auf der Wiese passiert ist, vielleicht sind da Bakterien reingekommen, das wissen wir nicht, es könnte alles gewesen sein. Auf jeden Fall hole ich heute die Shakira, kümmere mich ein bisschen um sie, aber es werdet ihr nicht so ganz viele Videos sehen und dann ist heute der Firsty wieder dran. Und weil es mir so schön gefällt mit dem Schnee und die kleine Reithalle auch ein bisschen überfüllt ist vom Springen, dann gehe ich heute in die Außenhalle schön. Der Hof ist jetzt auch renoviert worden. Dazu macht die Christi noch eine Hoftour, sie muss schauen wann. Und wir versuchen bis zum 24., also ab 24. den Shop zu eröffnen. Da gucken wir mal nochmal, ob das funktioniert. Wir werden auf jeden Fall erstmal das auf eBay machen und dann gucken wir nochmal und werden bald auch eine Webseite dazu erstellen. Also wir gucken noch, ich will nicht zu viel versprechen, los geht's. Hier ist die Wiese, wo ich ihn immer laufen lasse, aber hier sind gerade andere Pferde. Aber später wird es dann frei sein. Mich wurde auch gefragt, wann ich die Reitbeteiligung von dem Attila sage. Das werde ich bald noch machen. Ich weiß sie schon, aber das wird erst nächstes Jahr bekannt gegeben, da der Attila noch nicht da ist. Ich zeige es euch mal. Seine Box ist immer noch leer, er ist noch nicht da. Also das war nur Vorbereitung, weil der Stall ja gebaut wurde. Ja, genau. Also er ist noch lange nicht da, also erst nächstes Jahr irgendwann. Und ja. Und ich möchte heute ein bisschen longieren erstmal. Ich zeige euch jetzt nochmal eigentlich gleich alles. Schaut, da ist er in der Ecke und bewegt sich kaum. Ach ja, ganz an der Ecke. Ich finde es echt blöd. Also ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich guck mal, später bewege ich ihn vielleicht schon mal wieder ein bisschen an der Longe. Ich guck, weil ich will eigentlich kaum was mit ihm machen, sondern ihn nur auf die Wiese stellen. Er soll sich einfach ausruhen können. Wisst ihr, das ist mir echt wichtig. Ja, mein Stuti. Ach, und hier ist das Pulver, das Rosa, das ist das Pulver. Das ist so Magnesium oder irgendwie sowas, keine Ahnung, wie das heißt. Und das werde ich jetzt in Manchester ein bisschen geben, damit er ein bisschen Kraft bekommt. Und ja, das gebe ich meinem Pferd momentan, das ist jetzt neu gekommen. Gestern Abend erst angekommen. Abends, ja, bei uns kommt die Post auch abends. Und hier ist überall Schnee, haha. Und ja, dann hole ich die Shakira raus. Longiere sie ein bisschen und dann ist der Firsty dran mit reiten. Und ja, zum Tirol kommt dann auch noch bald was. Da werdet ihr noch mal benachrichtigt, früh genug. Okay, los geht's mit Essen vorbereiten für den Manchester erstmal. Hier ist seine Schüssel. Jetzt kommt ganz wenig vom Müsli rein, überhaupt nicht viel. Eher mehr von dem Magnesium. Er darf auch nicht so viel fressen wegen seiner Kolik. Ja, so schaut das weiße Pulver aus. Weiß halt, ne? Und es kommt jetzt hier ein Löffelchen rein. Jetzt mische ich das nochmal ein bisschen durch. Scharf bitte stellen. Hallo, da. Sehr lecker. Hahaha. Ne, jetzt mal herrlich. Aber gut, das ist halt so eine Mischung. Da kommt jetzt auch heißes Wasser dazu. Ist schon heißes Wasser drin, Entschuldigung. So sieht das jetzt aus und so bekommt er das jetzt. Manchester! Ich habe ihm gerade das Futter reingelegt. Ihr seht, er hat auch ein schönes neues Heuletz.
Und er steht immer noch an der Ecke und hat keinen Hunger. Und ich bin gerade in Shakiras Burg. Ne, Shakira, meine Hübsche. Dich hole ich jetzt. So, ich habe sie jetzt gerade an ihr Knotenhalfter genommen. Ihre Decke lässt sie an. Oder sind die Parkplätze, seht ihr? Und ja, sie laufen gerade zum Longierplatz. Wir sind jetzt auch gleich da. Und ja, oh, der ist schön frei. Und dann gehen wir jetzt gleich rein. To life than this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from heaven's end. We'll meet tonight. Shakira spielt da ganz süß an ihrem Leckstein. Wir sind jetzt fertig. Leckstein, total Heunetz. Und ja, es war super. Und jetzt bin ich mit dem Fest, die dran mitreiten. Auch da könnte ich ihr stundenweit zusehen, wie süß. Festi, mein Großer, wie geht's dir so? Hi-yo. Wie süß du bist, ja. Oh, du bist so süß. Wir laufen gerade zum Round Pen, da bin ich jetzt an und putze ich mal hier unten heute. Heute ist es so schön ruhig hier und alles ist sonst voll, weil wir hatten ein Vereinsturnier deshalb. So. Und es hat einen Grund, warum ich ihn so fest oder so enge anbinde. Das ist einfach wegen dem Turnier gerade und ja. Ist ja nicht ein Traum, er ist doch so schön und so brav. Och, hübscher. So, jetzt putzen wir erstmal. Und wollt ihr, dass ich das Video, wo ich mit Manchester auf dem Turnier war, runterlade oder soll ich das lieber nicht machen? Denn ich hab's halt nur vergessen und mir ist gerade wieder eingefallen. Ihr könnt mir das mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht packe ich jetzt eine Abstimmung rein, wo ihr oben rechts auf das i klicken könnt und dann abstimmen könnt. Ich guck dann nochmal, ob ich das schaffe, sonst könnt ihr es einfach in die Kommentare reinschreiben.
meine Lieben, das war's mit meinem Video. Wir reiten jetzt noch ein bisschen hier und dann war's das auch und er kommt dann auch in seine Box. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und bis dann, ihr Lieben. Tschüss und bis morgen.